Name ist der Rapper und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Ich werde heute nicht auf eine Bühne gehen und ich werde auch zukünftig nicht mehr auf Bühnen gehen, und zwar aus einem Grund: Was wir nicht brauchen, ist Personenkult. Wir brauchen keinen Personenkult und wir brauchen auch keinen neuen Anführer. Das brauchen wir nicht, weil jeder neue Führer könnte euch theoretisch in eine falsche Richtung führen, was immer dabei herauskommt, wenn man führt. Denn das, wo ich euch hinführen würde, theoretisch, würde euch in jedem Fall von euch wegführen. Das sollt ihr nicht. Ihr sollt den Weg nach innen gehen. Deswegen stelle ich mich nicht auf eine Bühne. Schaut euch selber an. Ich möchte an dieser Stelle euch ganz herzlich gratulieren und auch Lars als einen ganz normalen Bürger ganz herzlich gratulieren, weil ihr habt etwas bewiesen, auf was es ankommt, und ohne das geht es nicht. Obwohl diese Bewegung sehr, sehr stark angeschossen wird, werde ich auch gleich zwei Sätze zu sagen, habt ihr den Mut bewiesen, hierher zu kommen, denn damit macht ihr euch angreifbar. Gebt euch selber einen Applaus dafür. Das war nicht schlecht, aber dafür, dass wir so ein mieses Wetter haben und ihr schon ganz schön lange hier draußen steht und zum dritten oder vierten Mal, kann der Applaus ruhig größer sein. Ihr seid mutig. So. Wenn man sich das anschaut, was im Internet so auch über uns, diese Bewegung, geschrieben wird, es ist eine Volksbewegung, da höre ich immer wieder solche Begriffe wie Neo-Rechts. Ich kann nur sagen, es ist erbärmlich und hilflos, was vor allem linke Köpfe, die ich mal geschätzt habe, über diese Bewegung schreiben. Aber um das Ganze zu entkräften, der Mann, der diese Bewegung quasi, ja, im Internet gelesen hat, nämlich eine Nachricht eines Mädchens, warum geht niemand auf die Straße, der Mann, der das getan hat, Lars Meerholz und ich, uns verbindet etwas. Uns verbindet, dass wir beide Fallschirmspringer sind. Und Fallschirmspringer, ich bin ja als Reporter oft in der Situation, neue Berufe erlernen zu müssen. So habe ich auch Fallschirmspringen gelernt. Fallschirmspringer bringt einen Menschen an eine Tür, und zwar an eine Flugzeugtür. Und er muss irgendwann aus dieser Flugzeugtür aussteigen. Das heißt, er muss es nicht, aber er kann es. Und wenn er das mal getan hat, im Angesicht des Todes, weil er weiß nicht, ob der Schirm aufgeht, dann hat er einen sehr mutigen Schritt getan. Und das befreit einen Menschen. Ich kann nur dazu raten, das mal zu machen. Und wenn man dann mal rausgesprungen ist aus einem Flugzeug, dann ist mir nicht Neo rechts oder halb links, sondern bewegt man sich als Fallschirmspringer im 360-Grad-Raum. Das ist die Position, auf der ich mich befinde und auf der auch ihr euch befinden solltet. Vergesst diese ganzen Lager rechts, links, oben, unten. Ihr seid in einem 360-Grad-Raum. Wir sind hier! Und was man als Springer als erstes lernt, ist, wenn man aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, auf dem Weg da unten frei fällt und sehr klar denken kann, dass man immer Rücksicht nehmen muss auf die anderen, die auch rausgesprungen sind. Und wenn der Schirm irgendwann mal aufgegangen ist, dann schaut man die ganze Zeit auf den 360-Grad-Raum, weil man nämlich weiß, dieser Sport kann nur schön bleiben, wenn man auf die anderen Rücksicht nimmt. Das ist das, deswegen stehen wir hier. Wir wollen mehr Rücksicht. Und es ist wirklich absurd, dass wenn normale Menschen es schaffen, was viele Linksintellektuelle nie geschafft haben, nämlich dass Menschen auf die Straße gehen und politisiert werden, und zwar einfach nur für den Frieden, dass die sich dann anhören lassen müssen, dass sie gegen wen sie alles seien. Das ist doch Wahnsinn. Niemand, der hier steht, ist gegen irgendetwas. Die sind für den Frieden in diesem 360-Grad-Raum. Ich möchte bei diesem Fallschirmbeispiel noch einmal bleiben und zitiere hier mal Frank Zappa. Der hat nämlich gesagt, mit dem menschlichen Geist ist es wie mit einem Fallschirm. Er funktioniert nur, wenn er aufgeht. So. Euer Schirm ist aufgegangen, jetzt müsst ihr nur noch heil landen. Das ist ganz schwierig, Freunde, ich weiß, worüber ich spreche. Nein, ich verspüre im Moment eine wirkliche Form der Heiterkeit. Denn ich habe es ja schon mal gesagt, Veränderung muss Spaß machen. Und das Erste, was dann erstmal abhanden, was ihr nämlich an Bord lassen könnt, wenn ihr rausspringt aus einem Flugzeug, und das ist das, was ich hier gerade mache, was ihr an Bord lassen könnt, ist eure Angst. Und was man mal falsch und wirklich lernen kann, obwohl man sein Leben lang gelernt hat, dass es keine gute Idee ist, aus größeren Gebäuden zu springen, ab 3,20 wird es gefährlich, springt man dann aus 4 Kilometer Höhe und nach dem dritten Mal wird es vollständig normal. Und man hat gemerkt, die Angst, die man hatte, das ist eine imaginäre Angst, die man überschreiben kann durch eine neu gemachte positive Erfahrung. Und die machen wir hier auf diesem Platz. Ihr müsst keine Angst haben, ihr seid nämlich gar nicht allein. Und noch einmal, was ich wirklich empörend finde, man hat dieser Bewegung, also euch, die hier steht, hat man unterstellt, ihr würdet die deutsche Geschichte leugnen. Ihr würdet...
ihr würdet die Shoah relativieren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Skandal. Wir finden uns nur wenige Meter vom Holocaust-Denkmal entfernt. Und wir müssen uns doch die Frage stellen, was wir aus dem Dritten Reich gelernt haben. Wir haben aus dem Dritten Reich, also ich jedenfalls, gelernt, dass wir aufstehen sollen, und zwar gegen Willkür. Wir sollen aufstehen gegen Willkür, nicht gegen Willkür gegen gewisse Volksgruppen oder wer eine längere Nase hat oder wer links ist, kommunistisch, jüdisch, gegen Willkür generell. Wenn irgendjemand auf irgendeinen anderen Menschen zeigt, sei es ein Moslem, ein Russe, wer auch immer, und sagt, den darfst du kaputt machen, weil er anders ist als ich, dagegen sollen wir aufstehen. Das haben ja viele schon vor uns getan. Es gab ja in den 60er, 70er und späten 80ern eine Friedensbewegung. Die ist verebbt. Warum ist verebbt? Weil diese Friedensbewegung irgendwann festgestellt hat, dass sie eben alleine ist. Auch ich war in den 80ern noch nicht so weit, da war ich zu jung, aber jetzt bin ich so weit. Und es gibt jetzt etwas, was es damals eben nicht gab, und das ist die große Kraft, die wir haben. Wir haben die Connection durch ein Internet, was zwar nicht uns gehört, aber die, die es erfunden haben, denen gehört es eben auch nicht. Und deswegen müssen wir für dieses Netz, für dieses freie Netz kämpfen. Das ist unsere Macht. Diejenigen, die das Netz erfunden haben, um darauf militärische Spielchen zu spielen, stellen plötzlich fest, das war das Dümmste, was sie je getan haben. Ja. Deswegen schickt auch diesen wirklich intelligenten Programmierern ja nach Silicon Valley mal ein herzliches Lachen rüber, Freunde. So. Was machen wir denn jetzt mit dieser Möglichkeit des Netzes? Wir sollten uns connecten, und wir sollten, nachdem wir uns connected haben und festgestellt haben, dass wir ähnliche Gedanken haben, nämlich dass der Kurs, auf dem wir uns befinden, dass es ein komischer Kurs ist, nämlich ein Kollisionskurs, dass wir den nicht mehr gemeinsam so gehen wollen, sondern anders gehen wollen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn das größte Problem? Das größte Problem steht direkt vor der Bühne. Wir alle sind das größte Problem, denn wir waren ja alle immer schon viele. Aber wir waren nicht connected, oder aber wenn wir connected waren, waren wir passiv. Das größte Problem auch heute ist unsere eigene Passivität, weil es nützt überhaupt nichts, sich regelmäßig an Montagen vor Bühnen zu treffen, wenn man im Anschluss sein Verhalten und seinen Konsum nicht ändert. Niemand hindert euch daran, ja? Eure Bank zu wechseln, euren Energieversorger zu wechseln, bei einem Bauern einzukaufen, euer Leben zu ändern, einen plastikfreien Haushalt zu führen, mit euren Kindern mal wirklich zu reden, und nicht, wie ich das oft kenne, trifft sich Vater und Sohn in einer Kneipe und beide chatten nebeneinander. Niemand zwingt euch so zu leben, ihr könnt völlig anders leben, ja? Aber ihr seid es nicht gewohnt, ihr seid gedrillt, ihr macht das, was alle machen, ohne zu hinterfragen, wer das ist. Und ich bekomme in den letzten Tagen und Wochen wirklich viele Anrufe, auch mobil oder so, wenn jemand eine Mobiltelefonnummer hat oder per Chat, wo sich etablierte Journalisten, ja, aus der ganzen Welt bei mir melden und sagen, wir würden gerne zusammenarbeiten. Das, was Sie in Berlin zum Beispiel machen, das machen wir in L.A., das machen wir in New York, das machen wir in Italien. Und diese Journalisten arbeiten noch in den großen Medien. Das bedeutet, wir erreichen etwas. Denen da oben dämmert etwas. Wir müssen ihnen die Chance geben. Ihr schaut euch natürlich an, was wir machen, und ihr glaubt, dass der große Sender, bei dem auch ich mal gearbeitet habe, nicht genau verfolgt, was hier passiert. Aber natürlich ist das so. Aber wir dürfen diesen Sender gar nicht als einen Feind erkennen, sondern als eine Ausspielstation für frischere Ideen. Sie müssen nur unsere Ideen nehmen. So. Und ich glaube, dass wir kollektiv bessere Ideen haben. Aber sie haben doch Angst um ihre Posten. Ich habe ja so einen Posten nicht mehr. Ich bin Freiberufler. Ich bin also vollständig frei, ja, und habe täglich etwas zu tun, und ich denke nach. Aber, und da sind wir wieder bei Mut. Wie groß ist der Mut in diesem Land? Das ist eine Mangelware, wie ein Spurenelement. Wie groß ist der Mut in dieser Regierung? Das könnt ihr zum Beispiel erkennen am Untersuchungsausschuss der NSA. Man muss sich das vorstellen, es ist eigentlich ein Lacher, dass die großen GroKo-Volksparteien, es sind keine Volksparteien, sie vertreten jemand anders, aber nicht das Volk, dass diese GroKo, dieser Untersuchungsausschuss sich wirklich ausspricht dafür, einen Edward Snowden als Kronzeugen nicht einzuladen, mit der Begründung, das würde nur stören. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, die ist Juristin, stell dir das mal vor. Da hast du den einzigen Zeugen eines Mordes,
und die Verhandlung sagt, den brauchen wir nicht, das würde bloß stören. Das ist ein Witz, Freunde, ein schlechter Witz. Und wir dürfen nicht darauf warten, was dann dort passiert, sondern wir müssen praktisch dagegen vorgehen, indem wir militant werden. Und ich habe das schon ganz oft gesagt, was militant bedeutet. Ich zitiere hier nochmal Stefan Hessel. Militant heißt nicht Gewalt gegen Menschen oder Gewalt gegen Sachen. Militant bedeutet Präsenz zu sein, viel mehr zu werden, vor die Justizgebäude, vor die Bundestagsgebäude. Sagen, sag mal, ist das ein Scherz, was ihr darin veranstaltet? Weil du könntest ja irgendwann mal gesehen werden von einem Arbeitgeber. Und da musst du das, da darfst du dich nicht verstecken und früher freinehmen oder dich krank melden. Du musst zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich würde sie gerne mitnehmen, Herr Arbeitgeber. Weil es geht ja auch um ihre Welt, um ihre Justiz, um ihren Rechtsstaat. Oder bin ich hier allein auf diesem Planeten? Und dann braucht ihr die Konfrontation mit eurem Arbeitgeber. Und ihr werdet feststellen, vielleicht ist euer Arbeitgeber gar nicht so, wie ihr denkt, dass er ist. Das sind ja alles nur Annahmen, wie ihr denkt, dass die Politik ist, wie ihr denkt, dass euer Nachbar ist. Ihr müsst sie konfrontieren. Und ihr werdet feststellen, das, was diesen Leuten fehlt, bringt ihr mit, indem ihr sie konfrontiert, nämlich genau der Funken Mut, der ihnen gefehlt hat. Ich möchte an dieser Stelle einen Mann zitieren, den ich wirklich sehr schätze, den Kabarettisten Schramm, der ja nicht mehr auftritt, weil er verstanden hat. Ja. Schramm natürlich verstanden hat, dass dieses Linkskabarett auch nur etwas macht. Es ist eine Art Stütze des Systems. Man schaut sich das an, auch bei Pismas und Co. lacht darüber und macht dann genauso weiter. Genauso weiter. Das nimmt Druck aus dem Kessel, aber wir brauchen mehr Druck in dem Kessel, damit das Establishment, man sagt, okay, ich kann darüber lachen, aber was unternehme ich denn eigentlich konkret dagegen, außer dass ich darüber lache? Weil das ist ja gar nicht zum Lachen. Schramm hat den Papst zitiert, Gregor VII. Und was hat der gesagt? Vernunft. Ich betone Vernunft. Kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihm dienstbar zur Hand geht. Was heißt das? Was heißt das? Dass wir vernünftige Menschen sind. Und dass wir den Bösen gegen das Böse attackieren müssen, und zwar mit Zorn. Zorn ist kein schlechtes Gefühl. Ich bin mitunter ein sehr zorniger Mensch, aber Zorn und Heiterkeit ist alles angelehnt. Ich bin zornig oft auf mich selber, dass ich so lange gewartet habe. Und wer ist jetzt das Böse? Das Böse ist nicht das System. Das Böse ist nicht die Bank. Das Böse ist nicht Angela Merkel. Das Böse ist meine Passivität. Das ist das Böse. Ich weiß das ja alles schon sehr lange. Niemandem da draußen erzählt man wirklich etwas Neues über das Geldsystem. Es spricht sich ja herum. Aber man sagt es eben in kleinen Kreis. Man sagt es hinter vorgehaltener Hand. Man sagt es am Stammtisch. Und wenn der Chef vorbeikommt, dann sagt man mal besoffen. Das ist das Problem. Ihr müsst aufhören, die Dinge zu leise auszusprechen. Sprecht sie kollektiv aus, denn wir haben ja alle kollektiv etwas Selbes vor. Ich würde ganz gerne überleben auf diesem Planeten. Und zwar, ich würde so überleben, dass auch meine Kinder noch überleben. Das ist mein Ziel. Denn ich habe diesen Planeten ja nur geliehen. Und ich fände es wirklich schick, wenn meine Kinder mich irgendwann mal fragen würden, Papi, was ist Krieg? Und ich muss dann auf ein Buch zurückgreifen. Und ich sage, mach mal das Fernsehen an, da läuft er gerade. So, und ich habe das, seit Wochen sage ich das auf solchen Bühnen, aber ja schon länger im Netz. Ich mache mir große Sorgen darum, wie die klassischen Medien, die Massenmedien versuchen, die Bevölkerung für blöd zu schreiben, zu blöd zu schreiben und sie auf einen Krieg vorzubereiten. Also, es ist eben, ich habe es letzte Woche gesagt, das Problem in der Ukraine ist eben nicht vom Tisch. Wir sehen ja gerade, was im Donetsk-Becken abgeht. Und wir wissen natürlich alle, dass es nicht unbedingt nur die Russen sind, die ihre Crew reinschicken, sondern auch amerikanische Special Forces, die dort agieren, um dort einen Bürgerkrieg zu generieren, damit endlich die NATO zuschlagen kann. Das wissen wir alle. So, und ich bin sehr froh darüber, dass das, was wir hier auf den Bühnen machen, auch ein Meerholz findet inzwischen im russischen Staats... Menschen, die auf der Straße ansprechen, Mütter mit ihren Kindern, Väter sagen, ich habe schon gedacht, ihr seid alle total gehirnfrisiert und ihr wollt wieder einen dritten Weltkrieg, aber so seid ihr ja gar nicht. Ich habe noch Hoffnung. Deutschland hat dazugelernt. Deutschland ist nicht automatisch aggressiv, weil die Führung das wieder befiehlt. Das ist gut. Ja. Und das ist auch gut. Aber damit ist es nicht getan. Ich weiß natürlich, dass der Einzelne wenig ausrichten kann. Der Einzelne von uns, der wird nicht darüber bestimmen, ob irgendein NATO-Panzer über die Kreuzung rollt und dann Richtung der Kiew-Krieg aufmacht. Das ist mir schon klar. Aber ihr habt die Möglichkeit, etwas zu machen. Eure Macht ist die Präsenz.
wenn ihr der Politik, wo immer ihr wohnt, Präsenz zeigt, indem ihr überall solche Demonstrationen macht, dann bekommt die Politik nämlich Angst, weil sie ist von eurer Präsenz abhängig. Wenn ihr aber zeigt, dass diese Präsenz gegen diese Politik gerichtet ist, dann bekommen sie Angst. Und das ist der Punkt. Sie müssen Angst davor bekommen, dass sie das mit euch machen, was sie vorhaben, weil es dann für sie Konsequenzen hat. Unser Problem, was wir im Moment haben, dass wir bei einem globalen Problem nur so wenige von dem Brandenburger Tor sehen, weil eigentlich müssten wir hier 80 Millionen stehen. Unser Problem ist, dass wir den Menschen, die nicht Bescheid wissen, gar nicht vorwerfen kann, dass sie nicht Bescheid wissen. Weil diese Menschen machen immer noch das ZDF an, immer noch die ARD an und denken dann dort, die werden doch nicht so dreist sein und mich belügen. Aber was ich sage, als ehemaliger ARD und ZDF-Mann, das genau das tun sie, Freund. Sie belügen mich. Wenn unsere Medien wissen wollen, was der Russe denkt, dann fragt er ein amerikanisches Institut auf russischem Boden. Das ist ein Witz, Freunde. Aber so ist das. Ohne wir wissen zu wollen, dass Leute wie George Soros in irgendeinem Hotel in Kiew einen ganzen Think Tank betreiben, auf dem sich dann auch ARD und ZDF bedient. Das wird sogar in unseren Zeitungen geschrieben, aber es ändert sich deswegen nichts. Ihr könnt etwas ändern, indem ihr ausschaltet. Aber das heißt natürlich nicht. Ihr solltet kollektiv etwas tun, ihr solltet kollektiv die Gebühr für dieses Fernsehen auch verweigern, weil damit unterstützt ihr das. Yeah! Und dann ist es so, dass wenn ein Einzelner das macht, dass er keine Chance hat, hey, wie wär's mal mit einer großen Sammelklage? Alle zusammen, ja? Nicht mehr bezahlen in dieser Stadt. Darauf reagiert ARD und ZDF, wenn du ihnen das Geld entziehst. Entzieh ihnen das Geld, zahl nicht dafür, denn sie betrügen dich. Und du musst dich nicht belügen lassen, denn am Ende dieser Lüge steht ein Krieg und dafür musst du dich auch noch bezahlen. Ja. Ich weiß nicht, was aus dieser Bewegung werden wird. Und auch die damaligen Befreiungsbewegungen der DDR und in anderen Ländern, die sind nicht von heute auf morgen gegangen. Wenn der ein oder andere jetzt sagt, SMS verwöhnt, Entschuldigung, ich habe da jetzt schon 4 Wochen gestanden und plötzlich haben wir gar keine andere Welt. So einfach ist das nicht. Denn diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, es sind zwar nur wenige, aber mit den wirklich mächtigen Apparaten, die haben etwas zu verlieren. Sie haben ihren Machtapparat zu verlieren, sie haben die Range zu verlieren, über die sie herrschen können und sie haben vor allem Angst. Sie haben Angst vor euch. Und diese Angst müsst ihr abbauen, wenn ihr mit diesen Menschen oben in den Etagen sagt, ich habe gar nichts gegen dich persönlich. Ich habe gar nichts gegen dein System. Aber dein System hat was gegen mich. Dein System hat was gegen mich. Und deswegen stehe ich hier. Du kannst von mir aus ja weiter in deiner Firma oben sitzen oder dein Apparat da oben bedienen, aber zwing mich nicht dafür, da mitzumachen und auf andere Menschen zu schießen. Damit habe ich ein Problem. Diese Menschen, die da heute sitzen, werden wir später brauchen für ein großes Museum, damit sie unseren Enkelkindern erklären, wie sie geherrscht haben. Dafür werden wir sie brauchen. Ja? Macht eure eigenen Medien. Macht eure eigenen Medien. Und das erste Medium ist euer Kopf. Befreit euren Geist. Sagt nicht das, was mein Mann sagt. Nicht, was mein Nachbar sagt, der hat aber gesagt, was über mich im Netz alles steht, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, es ist eine Medienleistung, es ist wirklich Wahnsinn. Darüber lache ich, denn in dem Moment, wo man im Fokus ist, ist man wichtig. Wenn man mich anschießt, schießt man euch an. Wenn man Meerholz anschießt, schießt man euch an. Ihr seid im Fokus, also seid ihr wichtig, ihr seid auf dem richtigen Kurs. Darum, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Ja, das eben überhaupt gar nicht. Es geht darum, Farbe zu bekennen. Es geht darum, couragiert zu sein. Es geht auch darum, verwirrten linken Halbintellektuellen zu sagen, Entschuldigung, du hast irgendwas vollständig vergessen. Wir sind gegen das Großkapital und alles, was hinten dran hängt. Wie kannst du auf uns schießen? Bist du vielleicht neidisch, dass wir mehr Leute auf die Straße bekommen, wie du nach 30 Jahren Laptop? Ist es vielleicht das? Ich habe wirklich feststellen müssen, ja, dass keine Gesellschaft und keine Clique, ob links, rechts oder halbwegs, dass sie in irgendeiner Weise neidfrei sei. Unser Problem ist nicht die NPD. Ja, wer Olivia Jones gesehen hat auf dem NPD-Parteitag, der weiß doch genau, die NPD ist eine Bildungslücke. Ja, das ist doch eine Bildungslücke.
Bildungslücke. Das ist doch keine Gefahr in diesem Land. Das sind sehr einfach gestrickte Menschen, die durch sehr einfach gestrickte Medien so einfach gestrickt gehalten werden, die dann irgendwelche Rattenfänger einfache Lösungen versprechen. Man kann diesen Leuten gar nicht böse sein. Man muss sich doch die Frage stellen, wie kann es sein, dass es solche Leute in einem Land, was sie als Bildungsnation versteht, überhaupt existieren in dieser Anzahl? Die Frage muss man sich doch stellen. Okay? Also, und die Hälfte von diesen Leuten ist ja sowieso der Verfassungsschutz. Das weiß ja auch jeder. Ja? Also müssen wir uns neue Jobs für den Verfassungsschutz eigentlich suchen. Ja? Also, das ist nicht das Problem. Das Problem ist oft der Neid auf der anderen, auf der linken Seite, die bereit sind, auf die eigenen Leute zu schießen, wenn wir endlich mal einen Griff auf die Straße bekommen, weil es reicht mir nicht. Es reicht mir nicht, nur von Veränderungen zu faseln und zu sagen, hoffentlich kommt sie irgendwann mal. Denn wenn sie dann mal hier vor mir liegt, wenn ich sie konkret machen will, dann bekommen auf einmal Leute, die immer nur als Propheten arbeiten, Probleme, weil sie können nur Propheten bleiben, solange das, was sie predigen, prophetisch bleibt, also nie eintritt. Und das ist mir zu wenig. Was ist das hier? Volksfront von Judäa? Judäische Volksfront? Spalter? Was soll das Spalter? Kann ich euch mal hören? Ich möchte mal Spalter hören! Spalter! Jehova, Jehova! Ja, aber ihr seid auch alle Spalter, okay? Also, aber wir spalten keine Atome und wir spalten auch uns nicht. Und das ist entscheidend. Lasst euch nicht auseinanderdividieren, indem man von außen uns wie ein Atom beschießt, um uns radioaktiv aufzuladen mit rechter Radioaktivität und zu sagen, die sind alle rechts, die sind alle links. Ich bin Springer, ich bin aus meiner Angst weggesprungen. Die Angst ist an Bord und ich bewege mich im 360-Grad freien Raum, mein Freund. Das hätte man mir schon zugetraut, das wundert niemanden, der mich kennt. Deswegen soll es nicht um mich gehen. Vergesst mich! Es geht um ganz normale Menschen, die wirklich was zu riskieren haben, weil sie haben keine Backup-Leute, die ihnen dann helfen. Sie haben keine Anwaltskanzlei, die ihnen dann hilft. Das sind so ganz normale Leute wie Lars Mehrholz. Und Lars Mehrholz ist einer von euch. Euch gehört der Applaus, nicht mir. Also Lars Mehrholz! Aufzureißen. Es ist mein Job, auf Bühnen zu stehen. Jeder, der das länger als 20 Jahre gemacht hat, hat es gefälligst zu können. Kann ich was dafür, dass ARD und Spitzenmoderatoren vom Teleprompter ablesen müssen? Das ist doch nicht mein Problem. Kann ich was dafür, dass Präsidenten und Präsidentinnen sich ihre Reden schreiben lassen müssen, weil sie unfähig sind oder die Gefahr besteht, dass sie sich versprechen, indem der ein oder andere Satz sich einschmuggelt, wo wie sie mal gedacht haben? Auch ein Barack Obama hat ja nicht so gedacht, wie er jetzt denkt. Aber der weiß ganz genau, wenn er nicht aufpasst, endet er wie Kennedy. Deswegen sagt er das, was er sagt, und er schweigt. Bei Angela Merkel weiß ich es nicht so genau. Da weiß ich es nicht. Aber ich kenne sie nicht persönlich. Ich glaube nur, dass auch Angela Merkel eine relativ besondere Politikerin ist. Denn ohne eine Angela Merkel wären wir in diesem Krieg schon viel länger drin. Das muss man auch sehen. Vielleicht hilft uns Angela Merkel auch, indem sie versucht, das auszubremsen. Aber Angela Merkel ist ja nicht mächtig genug. Sie ist ja auch bloß eine Marionette. Deswegen konzentriert euch nicht mit dem Hass auf Angela Merkel. Konzentriert euch auf eure eigenen Fähigkeiten. Angela Merkel braucht unsere Hilfe. Ja. Und die Hilfe bekommt ihr auch aus Teilen der CDU, wenn man sich mal alte CDU-Hasen anschaut, wie Willy Wimmer und Co. Diese Menschen werden ja immer dann erst dann mutig, oder können erst mutig werden, wenn sie schon in Rente sind. Dann können sie nicht das sagen, was sie immer schon gedacht haben, weil wenn sie das sagen, wenn sie noch nicht in Rente sind, dann hört man sie nicht mehr. Das war das Letzte, dann werden sie demontiert, und zwar von ihrer eigenen Maschinerie. Das muss man auch sehen. Diese Maschinerie lässt es gar nicht zu, dass ein Politiker, der ehrlich war und begonnen hat, nach oben zu steigen, ehrlich bleiben kann. Er kann gar nicht ehrlich bleiben. Ihm dann vorzuwerfen, dass er nicht ehrlich sei, das ist eine sehr leichtfertige Äußerung, weil da oben sitzt du auf einem sehr heißen Stuhl, der sehr, sehr schnell tödlich enden kann. Und ich möchte euch mal die Frage stellen, wer von euch wäre denn da oben mutig zu sagen, obwohl sie auf mich schießen könnten, sage ich das. Das würden nur sehr wenige Leute tun. Wenn ihr also wollt, dass dort oben weniger gelöst wird, weniger gelogen wird, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Ihr müsst die Pyramidensysteme auflösen.
Ihr müsst die Pyramidensysteme auflösen. Denn bei einem Pyramidensystem hast du jemanden oben an der Spitze, den du kontrollierst. Das ist ja bloß eine Puppe. Und wenn der nicht mitspielt, dann verschwindet er irgendwie. Wenn es aber keine Pyramidensysteme mehr gibt, sondern auf Augenhöhe, dann kannst du die Person X, die etwas sagt, entfernen. Sie wird sofort ersetzt durch Person Y. Das ist die Macht in diesem System, was wir im Moment vor uns haben. Ein System auf Augenhöhe, also das aktuelle hier auf der Straße, meine ich, das Internetsystem. Das ist ein dezentrales System und davor hat die Pyramide Angst, denn es ist wie ein Schwarm, du kannst diesen einen Fisch rausschnappen und da kommt schon der nächste. Und die Frage ist natürlich, die wir uns immer stellen müssen, wenn wir uns auf irgendeinem Ort irgendwo versammeln. Was heißt denn das jetzt für mich konkret? Und ich erinnere mich daran, ich habe mal gearbeitet mit einem Sender hier in Berlin, der Rias TV übernommen hat, ich nenne ihn nicht beide, wie er heißt, und da hat mein Chefredakteur, von dem ich eine Menge gelernt habe, zu mir folgendes gesagt, am Ende einer Diskussion, wer was macht, wo drei Leute in einem Raum sitzen oder vier, und dann hat er am Ende gesagt, ja, was heißt denn das jetzt konkret? Du übernimmst die Aufgabe, du übernimmst Szene und so weiter, damit es später keine Missverständnisse gibt, ihr kennt das, ich dachte, du holst den Wagen. Ich dachte, du holst die Kamera, nee, das habe ich nur gedacht, verteilt die Aufgaben konkret. Ihr müsst euch die Frage stellen, wer übernimmt denn jetzt etwas konkret? Ihr müsst euch konkret machen. Es bringt überhaupt nichts, nur zu faseln, Ideen zu haben und sagen, das ist toll, da komme ich jeden Montag jetzt vor das Brandenburger Tor oder in einer anderen Stadt, da sagt mir jemand, wie es sein könnte, aber ich konkret mache gar nichts. Weil es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass diese Gesellschaft sich ändern kann, aber ich kann so bleiben, wie ich bin. Das ist die unangenehme Wahrheit. Wenn ich in dieser Gesellschaft etwas verändern will, dann ist die einzige Person, auf die ich wirklich 100% Zugriff habe, ich selber. Ich muss bei mir selber anfangen. Und wenn ich, aber ich alleine kann doch gar nichts machen. Hör zu, ich habe es oft schon erklärt. Wenn ich Vegetarier werden möchte, und die CDU würde heute Morgen sagen, du darfst kein Fleisch mehr essen und es gäbe kein Fleisch mehr, dann wäre ich Zwangsvegetarier. Und dann würde ich als Person, die das von der CDU befohlen hätte, kein Fleisch mehr essen. Und zwar für eine Person. Wenn die CDU das aber nicht sagt und ich mache das solo, dann esse ich auch nur für eine Person kein Fleisch. Wo ist der Unterschied? Also warum warte ich auf die CDU? Fange ich damit an, was ich ändern kann, indem ich jetzt damit anfange? So. Ich brauche dafür keine politische Entscheidung, die mir das grüne Licht dafür gibt. Und genau das ist das Dilemma. Ich bekomme viel Post auch von Leuten über Facebook, die sagen, Ken, was soll ich denn als nächstes tun? Keine Ahnung, was du als nächstes tun sollst. Machst du, mich hat hier gerade ein junges Mädchen gefragt, wirst du auch noch sprechen? Machst du deine Anwesenheit hier davon abhängig, ob ich noch spreche? Das ist der Fehler. Mach doch, ob du hierher kommst oder nicht herkommst und was du später änderst oder nicht änderst, nicht davon abhängig, was eine etwas bekanntere Person spricht. Aber wir sind so darauf gedrillt, dass irgendeine Person, auf die wir uns beziehen können, dass sie am Set erscheint, dass wir warten, bis sie am Set erscheint. Und wir sind so lange aktiv, Person anzuhimmeln, das zu machen, was sie sagt oder das nicht zu machen, was sie nicht sagt, bis die Person verschwindet. Und wenn die Person verschwindet, dann werden wir genauso, wie wir schon sind. Wir sind wieder passiv und warten auf die nächste Person. Und dann sagen die Leute immer dasselbe. Ich werde angegriffen und mit mir wird auch Lars und ihr werdet angegriffen. Ey, ihr sagt immer, wie es ist und dass das nicht okay ist und ihr bietet ja gar keine Lösungen an. Wie oft soll ich Rudi Dutschke wiederholen? Ich meine, von Rudi Dutschke kommt doch der Spruch, dass die einzelne Antwort einer einzelnen Person gar nichts bringt, solange es eine gesellschaftliche politische Bewusstlosigkeit gibt. Und dass diese politische Bewusstlosigkeit, dass die existiert, das ist doch der Beweis, dass hier schon wieder Leute stehen müssen. Also, es bringt überhaupt nichts, wenn du jetzt über alle Möglichkeiten der Informationsbeschaffung verfügst, im Netz zum Beispiel, wenn du mit diesen Informationen überhaupt gar nichts machst, wenn du sie nur konsumierst, ab nichts nach, ja, der hat recht, mach gleich mal Snickers auf. Das bringt dir nichts, mein Freund. Und natürlich ist es so, dass wenn du erstmal angefangen hast, dich umzuschauen,
anzuschauen, in was für einer Grütze du lebst, was du merkst, huch, das ist ja alles Grütze. Ich fahre ja jeden Tag mit meinem Auto zu einer Friedensdemo. Ich trinke ja eine Cola auf die Alternative. Ich bin bei einem großen Provider. Ich tanke eben kein Öko-Benzin. Mein ganzer Lifestyle ist ja so. Ich bin bei einem Tiefstand in einem Inlandstreckenflug mal kurz los. Ich lebe das ja alles. Ich gehe auf die Bewegung, ich protestiere und ich poste im Internet, wie das Leben anders sein könnte. Aber ich meine ja nie mein Leben. Ich meine nie mein Leben. Und das ist der Punkt. Du musst lernen zu verzichten. Und verzichten bedeutet eben nicht, etwas abzugeben, was man doppelt hat, was man also gerne behalten hätte. Sondern etwas, was man danach nicht mehr hat, obwohl man es behalten hätte. Aber wir können uns diese Art von Luxus eben nicht mehr leisten. Und der größte Luxus ist zu glauben, dass die Welt sich ändern muss, während ich so bleiben kann, wie ich bin. Das ist der größte Luxus. Das sind alles Binsenweisheiten. Ich erzähle doch hier nichts Neues. Aber ich bin sicher, eine Menge der Leute, die Glas zustimmen, dass auch die Fett ein Problem ist. Nicht das Problem, auch ein Problem. Der Avatar des Problems. Dass viele diejenigen sagen, das stimmt, bei einer normalen Bank sind. Was bringt es dann, wenn du danach zur Bank 24 der Deutschen Bank gehst, wegen ein paar Prozent, aber sagst, der Lars hat recht. Was bringt es dir? Das ist doch totaler Scheiße, wenn du sagst, der Lars hat recht. Wenn die Welt so sich ändern würde, wäre ich auch dabei. Du kannst nicht dabei sein, wenn du dich nicht änderst. Das ist die Botschaft. Und aus diesem Grund gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst heute damit anfangen, deine Bank zu wechseln. Und zwar im Kopf musst du schon damit anfangen. Wenn wir in den Supermarkt wechseln, die Frage zu stellen, auf was kann ich alles im Leben verzichten? Und um einen Schenk zur Feld zurückzumachen. Natürlich ist das Geldsystem ein grundlegendes Problem. Aber die Fed ist ja auch nur ein Pyramiden-Schneeballsystem. Wer glaubt, die Fed ersetzen zu können durch ein anderes Fed-System, also eine andere Pyramide, profitorientiert, der ist absolut auf dem Holzweg. Denn wenn du die Fed durch eine andere Bank ersetzt, ein anderes System ersetzt, was genauso ist wie die Fed, nur neuer, dann können wir bei der Fed bleiben. Dann brauchen wir den nicht, können wir brauchen uns den nicht hinzustellen. Die meisten sind nicht bereit, sich damit wirklich elementar zu beschäftigen, weil diese Pyramide und die Köpfe oben an der Pyramide ist nur deswegen haltbar, weil die meisten unten stehen und diese Pyramide stützen. Wenn wir nicht so brav unten stehen würden, dann würde es da oben längst wackeln. Dass das so stabil ist, ist der Garant dieser Stabilität, ist unsere Passivität. Wir sind das Fundament der Pyramide. In Wahrheit machen wir den größten Teil der Pyramide aus. Wir sind die Pyramide. Aber was die meisten tun, ist, sie zeigen auf die Spitze der Pyramide. Und dass dieses Delegieren von Schuld, das findest du bis in der Bibel. Adam, du hast vom Apfel gegessen. Eva hat ihm nicht gegeben. Ja, und? Hättest du ja nicht wissen, die nicht leben müssen. Immer soll jemand anderes daran schuld sein. Ja, und das ist der entscheidende Punkt, was man den Leuten auch sagen muss, die einen anschießen. Wir suchen gar nicht nach einem neuen Schuldigen. Den haben wir schon gefunden und der steht hier auf der Bühne und vor der Bühne. Wir sind schuld, weil wir haben das machen lassen. Wir haben das zugelassen. Und wir haben es zugelassen, obwohl wir immer die Möglichkeit haben, uns zu informieren. Es gab sie ja immer schon, der eine oder andere würde es kennen, auch schon vor dem Internet gab es diese Büchereien. Es gab immer schon die Bücher. Lest halt die Bücher, aber selbst ich bekomme auf die Texte, dein Text ist zu lang. Weißt du, was ein Buch ist, mein Freund? Viel länger. Ja, also, ja, aber da läuft heute Abend was Spannendes im Fernsehen. Tut mir leid, Freunde. Wenn das Fernsehprogramm spannender ist als dein Leben, dann hast du ein echtes Problem. Yeah. Das ist das, was ich euch sagen möchte.
Es ist so, dass ihr doch Bescheid wisst. Und ihr wisst doch ganz genau, dass es niemand euch daran hindert, ein anderes Leben zu leben. Aber es ist eben wie mit dem Rauchen. Ihr könnt jederzeit aufhören, aber ihr schafft es nicht, weil ihr euren inneren Schweinehund nicht bekämpft. Ihr findet immer irgendwelche Ausreden. Das ist die letzte Packung von übermorgen. Lasst sie doch einfach im Automaten. Lasst doch diesen Konsum, dieses Leben einfach im Automaten. Ja, und was mache ich denn dann mit meinen Händen? Vielleicht mal was Vernünftiges. Vielleicht mal handeln, mal was anderes. Aber ihr müsst natürlich auf diesen Suchttrip. Ja? Und ich habe Verständnis dafür, ich bin ja kein Übermensch, wir haben alle unsere Süchte. Aber es geht doch darum im Leben, diese Süchte zu erkennen, sie zu akzeptieren, aber erst mit dieser Sucht aufzunehmen. Und die Schuhe. Das ist doch der Plan. Sich nicht in dem zu ergeben, sagen, ich bin halt so. Ja, es ist schön, dass du so bist. Wie wär's, wenn du dich ein wenig veränderst? Ich möchte gerne so bleiben. Niemand kann so bleiben. Aber es geht auch nicht nur um dich. Wenn du nämlich so bleibst, werden deine Kinder auf gar keinen Fall irgendwas hier bleiben können, weil du sie nicht verschwinden lässt, weil du alles kaputt machst. Ich weiß, dass das eine unangenehme Wahrheit ist. Weil die Wahrheit bedeutet, dass ich schon längst hätte viel mehr machen können. Aber ich war vielleicht nicht mutig genug. Oder aber, der Mut der anderen war für mich so ein Garant, ich muss auch nichts machen. Weil wenn ich mich nicht traut, dann muss ich mich ja nicht trauen. Mach doch deinen Mut, den du aufbringst, nicht von dem Mut anderer Menschen abhängig. Wer sind denn eigentlich die Leute gewesen, die in diesem Land oder auch in anderen Ländern aufgestanden sind? Wer ist denn gegen die Rassentrennung aufgestanden? Nicht eine große Gewerkschaft. Es war Rosa Parks, eine einfache Frau, sehr verletzlich. Die ist aufgestanden, indem sie gesagt hat, ich stehe nicht mehr auf als Rosa Parks, eine einfache Frau. Und erst dann wurde eine Bewegung daraus. Ihr braucht keine starken Führer. Ihr solltet euch an Rosa Parks orientieren. Ja? Oder ein Abi Napan, wenn euch der Name was sagt. Ein Mann, der im Iran geboren wurde, in Bombay groß wurde, dann in Palästina gekämpft hat, bis er gemerkt hat, gegen wen er eigentlich kämpft und dann ein Friedensschiff gekauft hat. Ja? Voice of Peace, der von Anfang an gesagt hat, wir brauchen Verständigung im Nahen Osten. Dann wurde der bekämpft, der wurde ins Gefängnis gesteckt, weil er gesagt hat, wir müssen mit der anderen Seite reden. Wir müssen mit der anderen Seite reden, wir brauchen Frieden. Dann wurde der bekämpft und er hat es aber trotzdem gemacht. Das war ein ganz normaler Typ. Ein DJ, der versucht hat, ja, mit Arafat zu sprechen, der versucht hat, mit Nasser zu sprechen. Ein einfacher Typ, es war kein Spitzenpolitiker. Es war ein einfacher Bürger. Das bedeutet, wenn ein einfacher Bürger das kann und du erkennst dich selbst als einfacher Bürger, dann bist du genau der einfache Bürger, der das auch kann. Und natürlich ist das so, dass wenn du das machst, wenn du in deinem Betrieb sagst, dann ist das eigentlich korrekt. Ich habe gehört, wir arbeiten hier für eine Firma, die Waffen produziert. Oder aber wir sind an irgendeinem Konzern beteiligt, der irgendeine Scheiße produziert, der Genfood produziert. Wir haben das hier im Vertrieb, unserem Supermarkt. Wollen wir das denn eigentlich? Natürlich wird dir dein Chef sagen, Entschuldigung, kümmere dich um deinen Scheiß, räum das ins Regal. Und dann musst du dranbleiben. Genau da musst du dranbleiben. Da musst du fragen, wieso soll ich das ins Regal räumen? Das sind ja Lebensmittel, die richten sich ja nicht nur gegen unsere Kunden, sondern das sind ja Lebensmittel, die richten sich auch gegen mich. Und das sind ja auch Lebensmittel, die richten sich gegen dich, Chef. Und da mache ich mir Gedanken, weil du mir so wichtig bist, Chef. Deswegen spreche ich darüber. Ja? Und weil wir gerade bei GMO sind, bei Foto, es finde ich doch wirklich erstaunlich, dass die Russen sich vor ein paar Tagen gegen den Import und Export und das Anpflanzen von genveränderter Nahrung ausgesprochen haben. Das haben die Russen getan, Freunde. Das sind die Russen aber weiter als Angela Merkel, die sich der Stimme im Feldbett drauf ankommt. Gesagt, das, was die Natur uns bereitstellt, das reicht uns. Ich brauche kein Laborergebnis auf den Vereinigten Staaten. Das, was die Natur mir an Nahrung bereitstellt, das reicht mir. Das haben die Russen gemacht. Kann es sein, dass man sie deswegen auch nicht mag? Und da sind wir natürlich bei dieser fantastischen Organisation PAFTA oder TTIP, wie immer du das auch nennen möchtest. Ich meine, wer da nicht verstanden hat, dass hier wirklich läuft, der soll weiter die Bildzeitung lesen oder woanders hingehen. Das ist keine Demokratie, Freunde. Die meisten Menschen in Europa, aber auch die meisten Menschen in den Vereinigten Staaten wollen diese Nahrung nicht haben, wenn man ihnen mal klar macht, mit welchen Risiken das verbunden ist.
aber sie erfahren es nicht über unsere Medien, weil unsere Medien nicht unsere Medien sind. Sie gehören denjenigen, die die Scheiße auf deutsche Nachrichten bringen wollen. Und es wird in Hinterzimmern verhandelt. Und das habe ich auch neulich öffentlich gesagt und auch geschrieben. Was ist das Problem in diesem Land? Das Problem in diesem Land ist nicht der einfache Bürger, der das erkannt hat und sich die Frage stellt, warum wird das denn eigentlich in Hinterzimmern verhandelt? Warum wird das denn im Geheimen verhandelt? Weil die Menschen, die etwas im Geheimen verhandeln, etwas zu verbergen haben, ganz einfach. Aber wer müsste denn eigentlich auch Bezug nehmen? Es geht hier um Urheberrechte. Es sind die Anwälte in diesem Land, die sich darum kümmern müssten. Aber die sind ja zu beschäftigt. Und das ist der Punkt. Es geht hier um Rechtsstaatlichkeit. Es geht hier darum, ob ich als Bürger das Recht habe, zu erfahren, was ich morgen auf dem Teller habe. Und warum macht denn unsere Rechtsstaatlichkeit eigentlich dagegen? Das ist ein Verbiegen des Rechtsstaates, dass ich erst im Nachhinein erfahre, was ich essen muss, obwohl jeder ganz genau weiß, dass wenn irgendjemand im Hinterzimmer verhandelt, also praktisch etwas geheim halten will, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Das muss ich doch nicht einzeln prüfen, oder etwa doch? Nein! Denn wenn du in Brüssel nichts zu verbergen hättest, nichts zu verheimlichen hättest, dann würdest du es offen tun, damit wir alle darüber reden können. Aber wenn ein Journalist darüber reden kann, dann gibt es ihm eine Akte, die ist so durchgescherzt, dass sogar Profis haben. Ich kann gar nicht verstehen, um was es geht. Leute, wenn ihr das nicht an eine Farce erkennt und an einen Test, wie weit man es mit euch treiben kann, dann weiß ich nicht. Okay? Wartet nicht das Endergebnis von Tieten oder Taft aus Brüssel ab, geht sofort auf die Straße. Weil egal, was dabei rauskommt, es ist gegen euch gerichtet. Und es geht nur um eure Lebensmittel. Im Moment hängen ja wieder ein paar Plakate für die Europawahl. Und ich finde das so lustig. Die meisten Menschen haben nicht verstanden, was diese Wahlplakate sind. Das sind abgedruckte Phishing-Mails. Die sagen nämlich, wenn der Politiker drunter steht, bitte rette meinen Arbeitsplatz. Warum? Warum soll ich für irgendeinen EU-Politiker den Arbeitsplatz retten? Was macht der denn für mich? Der bemüht sich, ja, das reicht nicht, dass der sich bemüht, weil er kann mich ja von dem, was da verhandelt wird, gar nicht schützen. Warum soll ich den dann wählen? Also, ich wähle diese Nasen nicht, weil ich kein Vertrauen in sie habe. Aber das reicht eben nicht. Man muss trotzdem dagegen oder dann erst recht auf die Straße gehen. Denn wenn man die letzten Typen, die vielleicht noch für einen kämpfen, aus dem Verkehr zieht, dann ist man auf sich alleine gestellt. Dann muss man das alleine machen und nicht sagen, der war doof, jetzt kriegt er kein Gehalt mehr, mal sehen, ob es besser wird. Dann haben wir doch nur noch Anwälte in geheimen Schiedsgerichten. Und von denen kommt nichts Gutes. Wenn du die also aus dem Verkehr ziehst, indem du sie nicht wählst, dann musst du anstatt ihrer Person diesen Job machen. Und wie soll ich das machen? Überleg dir was. Das weiß ich doch nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, dass man dich über den Tisch ziehen will, dass man deine Kinder über den Tisch ziehen will, dass man dich vergiften will aus Profitgier, weil kein genetisch verändertes Lebensmittel schmeckt besser, hat höhere Werte, was soll das in mir Power machen? Es ist nur teurer und nützt der Industrie. Ich habe überhaupt nichts davon als Verbraucher. Wenn du also das Gefühl hast, dass man dich über den Tisch ziehen will, dann steig auf den fucking Tisch. Steig auf den fucking Tisch und zeige, dass du da bist und dass du dir das nicht gefallen lässt. Okay? Denn ob es Genfund ist, ob es die Rüstungsindustrie ist, ob es die Informationspolitik ist, ob es die Fed ist, es ist alles das Problem der Zentralisierung. Und die Zentralisierung hat im Fokus, dass die größten Menschen, die Massen, dass man sich auf etwas verlassen kann, dass sie passiv bleiben, dass sie sich zur Schlachtbank führen lassen, weil sie denken, das bringen die doch nicht auf der anderen Seite. Natürlich bringen sie das. Schau dich um, sie haben doch sogar nach dem Ersten Weltkrieg den Zweiten Weltkrieg gebracht. Und deine Großeltern haben nach dem Ersten Weltkrieg am Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Sie werden noch den Dritten Weltkrieg machen, wenn du teilnimmst. Nimm nicht teil. Nimm nicht daran teil. Und deswegen lass dich nicht aufhetzen gegen irgendeine andere Nation, irgendeine andere Religion. Das ist das Spielprinzip. Du musst dir die Frage stellen, wenn irgendetwas von dir jemand von dir möchte, und zwar, dass du gegen jemanden bist, was der davon hat. So ist unser ganzes System aufgebaut, das hat Lenz schon gesagt. Du gehst in einen Fußballverein, um gegen den anderen Fußballverein zu sein. Du kaufst dir einen BMW, um gegen die Mercedes-Fahrer zu sein. Du gehst zur SPD, weil du gegen die CDU bist. Das ist alles Quatsch. Hör auf, gegen etwas zu sein. Sei für etwas. Und Frieden, ja, sei für den Frieden. Aber den Frieden gibt es nicht zum Nulltarif.
Du musst dich von deiner Passivität trennen und du musst lernen, erste Schritte zu geben. Denn wir alle, ja, ich hoffe, ihr entschuldigt das Beispiel, wir alle sind im Moment in einer Situation wie Schuhmacher. Wir wachen auf und wir müssen alles völlig neu lernen. Und wir finden uns nicht zurecht, weil nichts ist mehr so, wie wir das gewohnt waren. Und der Skiunfall dieses Systems ist das Internet. So wie ein Schuhmacher nicht mehr zurück kann, werden wir nicht mehr zurückkommen können. Es ist vorbei. Wir sind erwacht. Aber jetzt müssen wir mit diesem Bewusstsein etwas machen. Wir müssen uns in diesem neuen Körper zurechtfinden. Es gibt keinen Weg in eine andere Richtung. Dass man euch anschießt, von verschiedenen Seiten noch immer, weil man euch misstraut, hat vor allem damit zu tun, dass die Kräfte, die jetzt glauben, in die Pyramide zu kommen, wissen, dass ihr ihnen diese Macht auch nicht geben werdet. Das Linke plötzlich feststellen, bei der Änderung des Systems kommen nicht die Linken nach oben, sondern gar keiner kommt mehr nach oben. Und damit hat sie ein Problem. So, und das ist etwas, was auch diesen Linken, ich möchte alle bei den Kampfstern, was ihnen auch die Maske vom Gesicht reißt. Es ging euch gar nicht um eine Veränderung der Veränderung will. Das Wichtigste an der Veränderung sollte nur sein, dass ihr oben seid. Und dieses Obensein von ihr bedeutet, dass wir immer unten bleiben. Was ist daran links? Und ich musste lesen, was links und rechts ist. Das hat doch tatsächlich die eine oder andere Halbintellektuelle aus Frankfurt versucht, mir zu erklären. Wahnsinn. Hast du einen Führerschein? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, was rechts und links abbiegen bedeutet. Hör zu. Rechts ist natürlich das Kapital. Rechts ist natürlich die Ausbeutung. Rechts heißt natürlich über Leichen gehen. Und links heißt natürlich dagegen ankämpfen. Links heißt natürlich darauf aufmerksam machen. Links heißt natürlich solidarisch sein. Aber es reicht nicht, das bloß am Schreibtisch zu tun. Verstehst du das? Es bringt nichts, nur von deinem Schreibtisch auszukämpfen. Es bringt nichts, nur von deinem gesicherten Redakteursposten auszukämpfen, aber nicht auf die Straße zu gehen, weil das Wetter so schlecht ist. Oder aber du nicht weißt, wohin sich diese Bewegung entwickelt. Wenn du möchtest, dass diese Bewegung sich in die richtige Richtung entwickelt, dann komm doch hierher. Ich werde nicht so dumm sein, den Namen zu nennen. Und ihr nennt ihn bitte auch nicht. Postet diesen Namen nicht woanders, damit schafft ihr nur Bekanntheitsgrad. Stellt euch diesbezüglich tot. Das ist das Effektivste. Diese dummen Menschen, ob links oder rechts, nützen dieser Bewegung nichts, weil sie halten uns nur auf, indem sie uns in Grabenkämpfe untereinander verstricken. Fallt nicht darauf rein. Wenn ihr sie seht, spendiert ihr einen Kaffee. Und damit ihr Weltbild erhalten seid, spendiert ihr einen dunklen, braunen Kaffee. Damit sie sagen kann, ich wusste es ja immer, denn wenn ihr Kaffee oder mit dem Milch reintut, dann wollt ihr euch nur tarnen. Wer heute sagt, dass er links ist, der ist ein Rechter. Und wenn er sagt, er ist rechts, dann habe ich es ja immer gewusst. Und wenn er sagt, er ist so gar kein, das sind die Schlimmsten. Okay. Wenn ich sage, lasst euch nicht aufhetzen, dann lasst euch auch nicht gegen diese Person oder diese Personen aufhetzen. Das ist ja nicht anders als, wir wollen auch bei euch mitmachen, ihr seid herzlich willkommen. Kommt einfach vorbei. Einen riesen Applaus für die linken Hetzer, für diese Bewegung. Ihr seid willkommen. Kommt. Überzeugt euch. Und ich kann dir sagen, niemand soll sich in dieser Bewegung dumm an.
Verständnis dafür, weil du bist ja ein moderner Patient. Du leidest unter Liebesentzug, das haben wir schon verstanden. Komm hierher. Du hast eine Menge dafür getan. Wir kennen deine alten Interviews gegen Strauß. Das war sehr mutig. Es hat sich wirklich gelohnt, weil wir sind dein Endprodukt. So. Weil wir haben verstanden, dass es nicht nur darum geht zu labern, man muss auch mal auf die Straße kommen. Und das ist das, was wir verstanden haben. Das ist, was Lars verstanden hat. Alle, die mitmachen. Und ich kann nur eins sagen, ich möchte an dieser Stelle eine Hausfrau zitieren, die ich gesehen habe, von einer Mahnwache, Friedensmahnwache von Lars initiiert, hat sie sich, glaube ich, in Wilhelmshaven auf die Straße gestellt. Eine ganz normale Frau, ich glaube, von zwei Kindern. Die hat dann gesagt, sie hätte diesen neuen Begriff gehört, Putin-Versteher. Und das sei sie ja nicht. Sie sei kein Putin-Versteher. Weil sie keine Putin überhaupt nicht verstehen, dass er so lange gewartet hätte. Da habe ich gesagt, oh, wenn das schon bei der Hausfrau in Wilhelmshaven angekommen ist, dann würde ich mir als Führung in diesem Land wirklich Gedanken machen. Ich bin auch kein Putin-Versteher, denn dazu fehlt etwas Wesentliches. Ich spreche kein Russisch. Aber Putin spricht Deutsch. Das muss ich als Defizit erkennen. Warum spreche ich unter anderem Englisch? Warum spreche ich kein Wort von einem Land, dessen Nachbarn hier wir sind? Warum spreche ich überhaupt kein Russisch? Ich sollte Russischkurse belegen, damit ich endlich ein Putin-Versteher werde und nicht nur ein Barack Obama-Versteher. Keiner geht weg, obwohl es zu deutlich ist. Es segnet, das ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Hier geht noch was. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich bedanken dafür, dass ihr hierher kommt. Und ich würde euch bitten, nicht nur hierher zu kommen, sondern auch in euren Städten das zu machen und mir die Frage zu stellen, was muss ich denn machen, um so eine Demo auf die Beine zu stellen? Na ganz einfach, mach es einfach. Du musst dir doch bei mir oder Lars oder wem auch immer keine Genehmigung holen, deine Meinung frei zu äußern. Das ist dein gutes Recht. Geh auf irgendeinen Platz, mach sie in England, stell dich auf eine Holzkiste und fang an zu reden. Und was sehen, sobald du auf einer Holzkiste stehst, hören die Leute zu, egal. Auch Angela Merkel oder unter Finanzminister ist im Grunde genommen nur auf einer Holzkiste. Und aus diesem Grund hört man ihn zu. Aber das, was da rauskommt, ist ziemlicher Quatsch. Da kann man sich bei so einer Holzkiste auch mal abwenden. Das kann man auch machen. Und es ist so absurd, was in unseren Nachrichten steht, gerade wieder im Spiegel steht. Man vermutet ja, dass jetzt bei diesen Donetsk-Beckenbefreiungen die Russen möglicherweise ihre Finger mit im Spiel haben. Das glaube ich auch. Aber ich vermute es nicht nur bei den Amerikanern, da weiß ich es. Beim Amerikaner weiß ich, dass er seine Finger mit im Spiel hat. Ich kann nur sagen, wir müssen das mal so ein bisschen sehen, was hier passiert. Die Vereinigten Staaten hatten doch das Blatt gewonnen nach der Wiedervereinigung, nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Das war doch wie in dem Film Cincinnati Kid mit Steve McQueen. Sie hatten doch die Gegenseite platt gemacht, aber das hat ihnen nicht gereicht. Dann haben sie jetzt ihre Wirtschaftsberater nach Russland gesandt, um alles kaputt zu machen. Und dann haben sie NATO-Osterweiterung gemacht, weil sie gierig sind, weil sie Russland kaputt machen wollen. Das reicht ihnen nicht, dass der politische Gegner, dass er nicht mehr existierte. Und sie wollten doch gar nicht, dass die russische Bevölkerung auf Augenhöhe kommt. Sie wollten die Leute zu einem dritten Weltstaat machen, kaputt machen. Und das hat sich Putin jetzt nach über 10 Jahren nicht verbieten lassen. Und da können wir sagen, ich hätte es auch nicht gemacht. Ja! Ich weiß natürlich, dass die NATO nicht auch mich gibt, das ist mir schon klar, weil ich die NATO ja auch mit NATO-Erlebnis übersetze. Ja, genau. Die NATO hatte mal ihre Funktion, als es den Warschauer Pakt gab. Und die Funktion war so, dass es in der Zeit, wo es den Warschauer Pakt gab und die NATO und wo in Deutschland eine Mauer stand, die größte Phase, längste Phase des Friedens in Europa war. Und das ist doch interessant und pervers gegenüber den Russen. Kaum gibt es die Mauer nicht mehr und ist Deutschland wieder vereint, führt dieses Land Krieg. Das ist echt schäbig. Und dass wir hier heute so stehen können, haben wir auch dem Russen und Gorbatschow zu verdanken. Und seitdem führen wir Krieg.
Seit die Mauer nicht mehr steht, ist Schluss mit der längsten Phase des Friedens in Europa. Denkt darüber mal nach. Brauchen wir wirklich wieder eine Mauer, um Frieden zu haben? Nein. Das ist doch das Letzte. Und da können wir diesen Leuten da draußen sagen, Entschuldigung, wir haben auf beiden Seiten dieser Mauer in beiden Systemen unseren Preis bezahlt. Aber der Russe hat einen größeren Preis bezahlt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich sehe ihn als meinen Nachbarn. Und ich bekämpfe ihn nicht. Okay? Auch wenn du mir das sagst. Und ich soll dir nur mitgeben, damit du mich am Profit beteiligst. Schönen Dank. Fahr mal nach Russland und vergleich das mit deutschen Verhältnissen. Eigentlich sollte ich Geschenke mitbringen. Solidarisch mit Menschen. Und ich lasse mir nicht vorher den Personalausweis zeigen. Wer bist du? Amerikaner? Dann kannst du mein Freund sein. Russisch, da weiß ich es noch nicht. Wenn du zwei Flaschen Wodka auf den Tisch stellst, dann lass es mir überlegen. Ich mache es nicht davon abhängig. Okay? Wir bekommen großes Feedback, auch was diese Demonstration angeht. Ist ja auch im russischen Fernsehen wird sie ja auch gezeigt. Und ist doch erstaunlich. Im russischen Fernsehen wird diese Demonstration gezeigt. Warum ist das so? Ihr kennt die Antwort. Meine Bitte an euch, auch wenn wir nur im Moment sehr wenige sind, wir können nur mehr werden, wenn ihr austart, wenn ihr weitermacht. Und es wird ein harter, steiniger Weg werden, das ist völlig klar. Und macht es nicht davon abhängig, wer auf dieser Bühne spricht, ob der bekannter ist als Lars, ich oder wer auch immer. Wir brauchen keine Popstars auf der Bühne. Wir brauchen Publikum unten, was ihr nicht als Publikum versteht, sondern selbst als agierender Künstler. Das ist das, was wir brauchen. Und die Kunst besteht darin, ein anderes Leben zu leben mit diesem System, aber das geht nicht, ohne dass das System nicht sich ändert, weil du kannst kein richtiges Leben führen im Falschen. Aber es ist so schwer, da rauszukommen, weil man ja umgeben ist von diesem falschen Leben. Das weiß ich. Aber dass wir hier stehen, zeigt doch, dass wir es erkannt haben. Und das ist der erste Weg zur Besserung. Der erste Weg. Dem einen oder anderen ein Begriff, sein Buch Psychologie der Massen, muss man einfach gelesen haben. Kostet keine 5 Euro. In diesem Buch gibt es einen elementaren Satz und den würde ich euch bitten, auf der kleinen Hinrinne zergehen zu lassen. Dort heißt es unter anderem, der Verstand sinkt mit der Masse der Versammelten. Wir sind im Moment sehr wenig und deswegen sind wir auch sehr intelligent. Wenn wir mehr werden sollten, werden wir insgesamt blöder. Man kann uns einfacher führen. Und aus diesem Grund müssen wir ab einer gewissen Mindestgröße uns splitten und mehr werden, aber in kleineren Gruppen. Das ist Dezentralisierung. Das bedeutet, den Intelligenzlevel oben zu halten. Richtig. Wir brauchen viele solcher kleinen Demonstrationen. Und am Ende dieser Demonstration, und da geht es wieder um konkret, muss man sich hier vor Ort verabreden, sich kennenlernen und sagen, was machen wir denn jetzt konkret? Ey, wir gehen morgen gleich zu unserer Bank und kündigen. Das wäre eine korrekte Aktion. Bei welcher Bank bist du denn? Commerzdeutsche, komm, dann wechseln wir morgen. Jetzt gehen wir zu deiner, dann gehen wir zu meiner, dann gehen wir zu einer Ökobank. Das machen wir einfach morgen. Und bei der nächsten Demo nehmen wir dieses Austrittsschreiben mit als Zettel, als Eintrittskarte in eine neue Gesellschaft. Das war doch was. Das reicht natürlich nicht, aber es ist ein Anfang. Und damit komme ich wirklich zum Schluss, weil es regnet. Noch eins? Es regnet. Wenn du als Fallschirmspringer einmal ausgestiegen bist und wir Springer sagen wir immer in die Tür und Exit, die Angst hast du auf dem Weg nach oben. Bei 4 Kilometer geht die Tür auf, das rote Licht wird durch grün ersetzt. Und dann gehst du raus. Diese Erfahrung kann dir niemand mehr nehmen. Und du bekommst ein ganz anderes Verhältnis zum Leben, ein anderes Verhältnis zum Tod und du riskierst etwas. Das befreit deinen Geist. Du sagst, wow, zu was bin ich denn alles in der Lage? Ich kann Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie tun kann. Ich habe mich sogar der Todesangst gestellt. Und wenn du dich der Todesangst stellen kannst, kannst du auch bei einem anderen Supermarkt einkaufen. Ja! Vor diesem neuen Leben, sondern es ist euphorisch und es wirkt sehr lange nach. Es hat mein Leben verändert. Ich sage jetzt nicht, dass ihr alle Fallschirmspringer werden sollt. Es ist eine Metapher. Und eine Metapher ist nichts anderes, als die eigene Situation durch die Augen eines anderen zu sehen. Wir brauchen mehr Metaphern. Ihr braucht mehr eure eigenen Bilder.
Mein Schlussappell an euch ist, werdet geistige Fallschirmspringer. Lasst die Angst an Bord, in die Tür und Exit und der Rest ergibt sich im 360-Grad-Raum. Lasst euch nicht spalten, lasst euch nicht aufhetzen, erkennt sogar eure Feinde, als einen anderen Menschen, der auf einem falschen Trip ist oder Angst hat, nehmt ihn in den Arm, das ist der Anfang. Lasst euch nicht in irgendwelche dämlichen Kramkämpfe, auch im Internet, nicht verwickeln. Denn das Wertvollste, was ihr habt und was man euch stiehlt, wenn ihr darauf antwortet, obwohl es gar keinen Sinn hat, ist, man stiehlt eure Zeit,